Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Sida Livestream. Ich bin gerade am Strand von Kumköy und genau zusammen vor dem Defne Garden Hotel. Und wir werden jetzt von hier aus in Richtung Evrenseki gehen und wir werden uns heute die aktuelle Wassertemperatur im Fluss und im Meer anschauen. Also den Fluss von Kumköy, hier den Miramare-Fluss da vorne. Das ist ja nicht so weit von hier. Und ich sehe auch, dass hier viele Menschen im Wasser sind. Und da schauen wir uns auch, was heute bei 30 Grad Höchsttemperatur und bei 51% Luftfeuchtigkeit und bei einer Sichtweite von 24 Kilometer, wie heute die Wassertemperatur ist. Ich werde mal hier jetzt die Kamera drehen. Hier ist jetzt das Caesars Hotel, genau hier neben vor mir, im Blickfeld. Und hier ist einmal das offene Meer, der platten und sandlose Strand von Kumköy hier. Vor dem Defne Garden Hotel. Das ist ja mal der Blick in Richtung Side. Man sieht, dass wir auch um die Uhrzeit noch viele Gäste im Meer und am Meer haben. Das sieht man hier auch. Das Defne Garden Hotel. Wie ist denn dein Name? Ich bin der Ahmed. Ahmed? Ja. Das kommt dann in YouTube immer noch. Genau, in YouTube kommt das auch. Wir gucken das immer mal an. Ja, das schauen Sie mal an. Ja. Das ist schön. Das freut mich zu hören. Ich bin hier einige Jahre hier und ja. Haben wir jetzt immer in Ahmed gesehen. Ja. Ach so, haben Sie gesehen? Ja, das. Ja. Okay, gut. Ich danke Ihnen. Ja, auch ein Follower hier. Der auch mal gerne die Videos schaut, hat mal Hallo gesagt, der mich hier am Strand gesehen hat. Und wie gesagt, das ist jetzt der Blick in Richtung Side, aber wir gehen jetzt in die andere Richtung, in die Richtung von Evrenseki und werden uns mal anschauen, wie es hier am Strand ausschaut und werden uns hier auch die aktuelle Wassertemperatur anschauen. Also wie gesagt, hier ist einmal das Caesars Hotel, das hier schon seit 2007 nur mit russischen Reiseagenturen arbeitet mittlerweile und hauptsächlich russische Gäste hier im Hotel. Da sieht man auch sehr viel im Wasser. Also man sieht auch hier um die Uhrzeit mehr Russen im Wasser, weil die gehen halt sehr spät zum Abendessen. Ich komme auch in einer ganz, ganz kalten Region und da freuen sich natürlich hier jetzt auf das Wasser. Die Wassertemperatur werden wir uns gleich auch anschauen, in der hier die ganzen Leute hier gerade das Baden genießen im Mittelmeer. Und da sieht man auch, wie voll es hier gerade ist, das Wasser. Im Caesars Hotel. Hier einmal nochmal der Blick in Richtung Side. Das Wasser ist ein bisschen aufgewühlt. Wir haben leichte Wellen. Es soll ja auch jetzt am Donnerstag regnen. Und wenn es wirklich regnen sollte, haben wir hier, glaube ich, nach fast 4 Monaten den ersten Regen wieder. Und dann heißt es natürlich auch, dass es hier frischer wird dadurch, wenn es hier wirklich regnen sollte. Und jetzt sind wir hier beim Miramare Beach und beim Miramare Queen Hotel. Der langgezogene Strandabschnitt hier in Kumköy. Das Hotel mit vielen Stammgästen und hauptsächlich deutschen Gästen.
da sieht man auch, wie schön die Sonne gerade auf das Meer spiegelt. Der Sonnenuntergang ist ja noch ein bisschen hin, bis die Sonne untergeht. Und auch nicht vergessen, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, wie es hier jetzt aktuell in Kumpel ausschaut. Zwischen Kumpel und der Brenseki an der Grenze, wo auch gleich da vorne der Fluss Kumpel und der Brenseki trennt. Hier vom Miramare Hotel. Für die Leute, die demnächst hierher kommen sollten. Denn es wird ja noch ein gut besuchter Oktober und November sein. Gerade auch hier in diesen Hotels, die auch aufhaben hier. Von daher für alle, die es interessiert, nicht vergessen, das Video zu teilen. Und natürlich auch die Seite zu unterstützen. Am Teil jetzt hier der Livestream. Würde ich mich über das Teilen auch sehr freuen. Das ist hier der Luna Blanca Strandabschnitt. Und das ist hier nochmal der Blick in Richtung Side. Und da sieht man auch, dass die Leute hier im Wasser sind. Jetzt sind wir hier an der Grenze. Genau dieser Fluss hier trennt Kumköy und Evrenseki. Wenn wir hier gleich den Fluss überqueren, sind wir in Evrenseki. Und hier werden wir uns jetzt die aktuelle Wassertemperatur anschauen. Sowohl im Fluss als auch im Meer. Wir gehen mal hier im Winter ist es hier ein richtiger Fluss. Im Sommer es ist hier ein Bach, aber ich bin hier gerade mit den Füßen und es ist hier wirklich eiskalt. Aua, das Wasser ist wirklich eiskalt. Und da sieht man auch die Leute, die da ins Wasser reinspringen. Und hier sieht man auch den Müll der Menschen. Ne? Das ist ja auch nicht zu übersehen, dass hier viele mal wieder leider in Müll liegen lassen haben. Was auch wirklich sehr traurig ist, wenn man sowas sieht. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Wassertemperatur an. Ich hole das Thermometer hier raus. Wir schauen erst mal die Wassertemperatur im Fluss an. Das ist das Thermometer, schaut mal hier. Und das hat ja ein Kabel. Das muss ich mal hier kurz auseinander basteln. Und hier ist es halt dann auch, wie gesagt, da traut sich gerade einer nicht zu springen. So, jetzt ist er gesprungen. Ja, so, die springen also doch. Und dann schauen wir mal, in was für eine Wärme von Wasser. Wir haben eine Außentemperatur von 28,5 Grad. Und jetzt schauen wir uns hier die Flusstemperatur an. Hier beim Miramare Fluss. Wie viel Grad das Wasser hat. Das ist ja sofort auf 25 Grad runtergegangen hier. 25,5 Grad.
zeigt es jetzt an. Jetzt ist es auf 22 Grad runtergekommen. Also es ist schon sehr frisch hier, das Wasser in Kumköy, zwischen Kumköy und Evrenzeki. Wir sind jetzt unter 21 Grad, unter 22 Grad, Entschuldigung. Also das Wasser hier hat 21,8 Grad, also sozusagen 22 Grad, kann man hierzu sagen, im Fluss, der Miramare und Kumköy trennt, hat das Wasser 21,8%. Und jetzt schauen wir uns noch die Wassertemperatur im Meer an. Also diese Stelle kennen sicherlich sehr viele Leute von euch. Das Wasser hat hier 21,8 Grad. Also das Süßwasser zwischen Kumköy und Evrenzeki, der Fluss, wo sehr viele Schildkröten zu sehen sind, der Fluss, wo man hier tagsüber auch die Schildkröten hier mit der Hand füttern kann. Da haben wir auch schon ein paar Videos gesehen, genau an der Stelle, wo man die Schildkröten auch mit der Hand füttern kann. Wie gesagt, an der Stelle hat das Wasser 21,8 Grad, liebe Leute. Vergiss das nicht zu teilen, damit vieles mitbekommen, was hier die Wassertemperatur ist. Und jetzt schauen wir uns doch die Wassertemperatur im Meer an. Hier vorne könnte das Wasser natürlich ein bisschen kühler sein. Da gehen wir lieber wieder ein bisschen weiter nach links und schauen uns dann da vorne die Wassertemperatur an. Hier sieht man auch ein paar Hobbyangler. Da wo das Süßwasser ins Meerwasser fließt, hat man ja immer sehr viel Fischverkehr, sagen wir mal so, weil viele Raubfische halt auch kommen und hier was vom Meer fressen wollen, was hier vom Fluss rauskommt. Und das Wasser hier hat, wie gesagt, eine Temperatur von 21,8 Grad. Und ich merke hier schon durch die Wellen, wie hier gerade ankommt, dass das Wasser hier schon viel wärmer ist als eben der Fluss. Aber wir gehen mal hier weiter links bis ungefähr vor das Miramare Hotel und von da aus schauen wir uns dann die Wassertemperatur nochmal an, wie warm das Wasser hier ist. Da merkt man ja wirklich den Unterschied zwischen dem Miramare Hotel, zwischen dem Fluss und dem Meer. Und das ist hier, wie gesagt, der Nuna Blanca Strandabschnitt. Und jetzt gehen wir hier bis kurz vor das Miramare Hotel und von da aus schauen wir uns dann, wie gesagt, nochmal die aktuelle Wassertemperatur an. Jetzt sind wir hier vor dem Miramare Hotel. Das kann man hier auch sehen. Und hier werden wir nochmal schauen, wie viel Grad das Wasser im Meer hat. Ich hole mal hier wieder mein Thermometer raus. Es ist ein bisschen wärmer geworden, natürlich, was in der Tasche war. Und wenn ich jetzt schon ins Wasser hier gehe, dann merke ich schon in den Füßen, dass es hier gar nicht kalt ist. Es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zum Fluss, wenn man jetzt in den Füßen drin war. Und jetzt bin ich hier und ich mache mal hier das Thermometer ins Wasser. Das geht ja hoch und nicht runter. 29,9 Grad zeigt es gerade an. 30 Grad. 30,2 Grad.
Also wir haben eine Außentemperatur von 29 Grad oder 28 Grad jetzt schon die Uhrzeit, aber die Wassertemperatur hat 30,3 Grad. Also das Wasser ist immer noch wärmer als die Außentemperatur und ich bin gespannt, wie es ist jetzt am Donnerstag sein wird, wenn es anfängt zu regnen, wie warm das Wasser dann noch hier sein wird. Also das Wasser hat immer noch über 30 Grad. Die Außentemperatur beträgt jetzt in die Uhrzeit 28 Grad und das Wasser hat 30,3 Grad und der Fluss hat 21,8 Grad. Also das Wasser im Fluss ist ungefähr 8 Grad. Im Meer, das Wasser ist 8 Grad wärmer als im Fluss. Also hier bei uns ist immer noch das Wasser über 30 Grad an der türkischen Riviera in Kumköy. Haben wir hier immer noch 30,3 Grad. Also für alle, die demnächst herkommen sollten oder gerade hier sind und wem die Wassertemperatur auch interessiert, wir haben zurzeit immer noch 30 Grad im Meer. Weil das fragen ja auch viele Leute nach und daher habe ich mich auch dafür entschlossen, einmal die Woche hier die aktuelle Wassertemperatur zu zeigen. Und das ist hier bei uns an der türkischen Riviera. Das Mittelmeer dieses Jahr sehr heiß. Jetzt gehen wir hier wieder mit dem Blick in Richtung Side. Und die Wassertemperatur, was man hier im Meer sieht, es ist in Side nicht anders, es ist in Titrengül nicht anders und es ist auch in Evrensekir oder in Çorak auch nicht anders. Das haben wir auch schon in den letzten Videos geschaut oder gesehen gehabt. Wenn es in Kumköy über 30 Grad waren, war es auch in Gündoğdu über 30 Grad. Das Wasser im Mittelmeer. Und das ist hier, wie gesagt, vor dem Miramar Hotel. Ein beliebtes Hotel, ein gut besuchtes Hotel. Mit einem schönen, gemütlichen Strandabschnitt. Das ist jetzt hier ein schönes Hotel. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, damit auch viele mitbekommen, wie heute die aktuelle Wassertemperatur in Side ist und im Fluss ist. Und bei YouTube werde ich auch jetzt öfter Short-Videos hochladen. Also Short-Videos sind Kurzvideos. Die Videos werden hauptsächlich zwischen 5 bis 15 Sekunden sein. Das sind immer so Highlight-Videos, gerade was hier im Ort los ist. Zum Beispiel am Strand, in Ortsmitte, am Abend oder sonst woanders. Und wer sich das gerne mit anschauen will, da bin ich jetzt öfter am Tag welche bei YouTube hochgeladen. Das kann man sich bei YouTube anschauen und ich würde mich auch natürlich über ein Abo bei YouTube sehr freuen. Der Antalya City Livestream bei YouTube noch nicht abonniert hat, würde ich mich über ein Abo, wie gesagt, sehr freuen. Und auch, da werden jetzt täglich 4 bis 5 Short-Videos hochgeladen. Die sind jetzt halt bei YouTube sehr beliebt und werden sehr gut angeschaut. Und da schließe ich mich auch natürlich an, den Short-Video-Programm bei YouTube. Und daher kann man sich das, wie gesagt, täglich anschauen. Ah, mit die Sonnenbrille ist top, gute Gläser, danke. Ganz, ganz herzlichen Dank, Bärbel Mock, dass du auch die Brille bei uns gekauft hast, dich entschieden hast und auch zufrieden bist mit den Gläsern. Das freut mich sehr, sehr zu hören. Und wer noch eine gute Brille brauchen sollte,
ob eine Gleitsichtbrille, Lesebrille, Fernbrille, Sonnenbrille mit Sehstärke, eine Bifokalbrille, eine Officebrille, kann gerne bei mir im Laden vorbeischauen. Ich habe ja zwei Geschäfte direkt in Kumköy vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. Ich habe einen Optiker und einen Juwelier, beide nebeneinander, IC Optik und Jewelry. Und wer da gerne Interesse hätte an einer Brille oder an Goldschmuck, kann gerne bei mir im Laden sich unverbindlich beraten lassen. Und ich freue mich auch natürlich über jeden Besuch. Ja, natürlich auch über Facebook oder YouTube, Instagram oder TikTok kommt. Und es kommen mich auch mittlerweile viele Leute besuchen und das freut mich auch sehr, wenn es gefällt hier mit den Videos und dass ich den Leuten halt damit immer eine Freude mache und sie auf dem Laufenden halte. Das baut mich natürlich auch sehr auf und bringt mich auch dazu, immer mehr Videos zu machen, weil es auch halt vielen Leuten gefällt und es auch eine Freude macht hier mit den Videos. Und wenn das auch da gesagt wird und Leute vorbeikommen und mir es mitteilen, das freut mich natürlich auch immer sehr, sowas zu hören, ne? So, und dann sind wir jetzt hier wieder vor dem Defnegan Hotel. Auch ein älteres Hotel, was auch sehr viele Stammgäste hat und auch einen langgezogenen Strandabschnitt hat. Im Anschluss folgt die Copa Bar. Danach der Strandabschnitt vom Dreamwater World Hotel, das neue Hotel von diesem Jahr in Kumköy. Und danach folgt das Paloma Ocean Resort Hotel. Aber das schauen wir uns dann einen anderen Tag an. Also alle haben das jetzt gesehen. Heute die aktuelle Wassertemperatur im Fluss von Kumköy und Evrenzeki. Und die Wassertemperatur im Meer. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr wieder alle dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ich sage dann von hier aus auf Wiedersehen und tschüss.